Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung. Neuübersetzung sogar. Ja oder weniger. Nein, eigentlich auch nicht. Ist eigentlich ein Upgrade. Den Upgrade der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Genau. Haben wir lange nicht mehr erwähnt. Version genau. 2.01. 2.01 sogar. Ja. Es gleicht zwar einer fast Neuübersetzung, aber es ist dieselbe Gruppe und deswegen ist es ja nicht wirklich neu. Ja, also es ist eine Reimplementierung vielleicht so. Oh, die Banane, Yuko. Also, wenn ihr jemals einen Bananen-Kui-Yaku, was auch immer, gesehen habt, dann lasst es uns wissen, was es ist, ja. Beziehungsweise wie es vielleicht in Deutsch heißen könnte. Weil ein Bane-Yuku oder wie auch immer, kenne ich nicht, werde ich auch nie kennen. Okay. Okay, dann lassen wir mal weitergehen. Wir haben jetzt hier mit allen schon gesprochen. Wir müssen jetzt zu dem Waterfall. Ja, des Bösen. Hier brauchen wir auch nicht mehr, weil hier hat man alles. Ja. Wir können maximal ein Safe-State anlegen, ob hier auch steht Heilige Stadt Bendel. Da. Ich meine hier so Speicherpunkt, meine ich. Ach so, ja, das können wir mal machen. Ja. Wir können sowieso mal schlafen gehen, ha? Ja, gehen wir mal schlafen. Weil tagsüber kämpft sich doch besser. Dann gibt's wieder Bum-Bum, ne, du weißt. Ja. Eine schöne gute Nacht. Mach's gut. Dann wundern sich, warum wieder Erdbeben existieren hier. Guck, ich penne hier. Drücke einen Knopf, ja, mach mal. Guck mal meine Fresse an, oh, hast verpasst. Mhm. Frostastag, ob das so gut ist. Ich hab's gesehen. Spiel speichern, jawohl. Jetzt gucken wir, ob die Heilige Stadt Wendel dort steht. Oh. Heilige hier, Stadt. Hier steht nur Heilige Stadt. Hm. Das lässt zu wünschen übrig. Könnte anders sein, ja, das stimmt. Okay, wir schauen jetzt mal. Gehen wir mal raus und dann sehen wir ja. Hier stand Heilige Stadt Wendel, glaube ich. Da müssen wir rein und raus gehen, oder? Das kriegen genau, oder wir gucken mal hier drauf, da steht Heilige Stadt Wendel. Ja, und was? Ja, genau. Und was passiert, wenn man hier rein und raus geht? Das werden wir gleich rausfinden, würde ich mal sagen. So, und jetzt sind wir wieder drin. Und? Da steht Heilige Stadt Wendel. Heilige Stadt Wendel. Ich würde sagen, da haben wir einen Übersetzungsfehler eindeutig gefunden. Mhm. Da fehlt Wendel. Du. Denn eine heilige Stadt kann viel bedeuten. Guck mal, da ist wieder die Kleine. Hey! Darf Kali mit? Ich habe die Geschichte von dir und Opa gehört. Und naja, kannst du mir helfen? Ich muss Heathead, was auch immer, finden. Er ist in Schwierigkeiten. Also was mir jetzt gerade wieder auffällt... Nee, kannst nicht mit. Nein, das ist zu gefährlich für jemanden in deinem Alter. Wir werden Heath finden. Du bleibst im Wendel. Haha. Aber Kali macht sich Sorgen um Heath. Bitte, kann ich nicht doch mitkommen? Ich sagte nein. Ach, wieso habe ich bloß gefragt? Kali kann Head auch allein finden. Arrivederci. Guck mal, die kann Dampfblasen aus ihrem Hut. Die ist cool. Das kann jede Frau. Oh, da stand was Cooles. Aber. Ja, okay. Das ist dasselbe nochmal. Ja. Tja, sie findet sie jetzt also alleine. Also später werden wir ihre Gerippe im Gebüsch finden. Ja, wahrscheinlich. Und den Hut nicht zu vergessen. Ja. Guck mal, da ist ein Pilz. Juhu! Ja. Oh, da kommt noch einer angerannt. Nein, da kam ein Angerannt. Beast King. Beast Kick. Und Doppelklinge. So. Da oben war eine Falle, das weiß ich noch. Yep. Ich weiß auch, wo wir lang müssen. Aber das ist gut. Weil, das wird verdammt cool. Und wer das noch nicht weiß, den wird das total wegflashen. Ja, voll dein Geheimgang. Oh ja. Yeah. Wo es mal Boom Boom macht. Oh ja. Ach man, die verrät das wieder. Ich habe was entdeckt. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Wie wär's mal mit ein bisschen Feenstaub? Wie bei Peter Pan. In den Augen. Bling. Sie muss nur kurz aufs. Sie hat etwas entdeckt. Was könnte das bedeuten? Links, rechts ein Abhang? Und einen offenen Eingang? Eine seltsame Energie geht vom Wasserfall aus. Vielleicht ist es Laternas Energie. Da oben gibt es eine Öffnung. Er könnte dort sein. Okay, wir checken die Lage. Du sprechen musst wie komische Tier. Ja, genau. Ich spreche wie dir. Ich alles kaputt, bum bum machen. Und daher kommen die bösen, krassen Erdbeben. Bum bum. Oh yes, ich dachte. Oh auch. Yeah. Kill. Was nehmen wir? Ich bin natürlich ein Kämpfer. Ich muss zwangsläufig Stärke nehmen. Ich werde gezwungen, Stärke zu nehmen. Oh, Kiste.
Bam! Siehst du das? Bei mir voll kommt krass, so. Dabei hast du bloß 2 Glück. Ja, und bei mir kommt nicht so ein Furz. Hast du jetzt gesagt, bei dir kommt nicht so ein Furz? Ja, also so ein Ringmenü. So das Ringmenü des Grauens. Level up, level up. Oh yeah, Agilität verbessert. Cool. You are nice. Bam. Also wow, hier, hast du gesehen, ey. Voll in die Fresse. Ja, so hab ich das gemacht. So, jetzt muss man wieder kinderfreundlich werden. Voll ins Gesicht, so. Eine geklatscht haben wir den. Da ist die Öffnung, die die Fee erwähnt hat. Aber wie kommen wir da hin? Was wirst du tun? Choose your destiny. Ein Geist auswählen werden wir. Fee? Heilkräuter? Ich werf einen Bonbon runter. In der Hoffnung, es wächst ein irgendwas. Ja, genau, ein Bonbon. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ihr nicht fliegen könnt. Das ist so ein Ehren. Vielleicht kann ich etwas Energie von diesem Wasserfall bündeln. Ja, mach mal, bündel mal die Power. Oh, ja. Biu. Sie bündelt Energie. Katsching. Wow. Das können sie ab und zu mal im Kampf machen. Wir haben es geschafft. Yeehaw. Was können die im Kampf? Die können mal im Kampf so eine Aktion bringen. Oh, jetzt ein neuer Gegner. Oh. Bam, in die Fresse. Ins Gesicht gehauen. Verdammt, ich hab daneben geboxt, ey. Oh, ich bin dann cool schön geschmeidig. Na, was ist los hier? Ich mach grad Super Move. Kann ja nicht sein. Super Move. Oh mein Gott, ein Zombie. Bams. Ja, die Zombies sind nicht schön. Bin ich gerade vergiftet, ja. Aber den mach ich jetzt schön ins Gesicht. Gesehen, wie man das macht. Oh ja. Mann, ey. Ich muss mich bald bonbonifizieren. Ja, noch hast du. Ja, noch hab ich ein bisschen. Bis zum Boss schaffen wir. The Boss. The B-Boss. Kill B schafft zum B-Boss. Oh, da ist jemand tot. Ja, das ist. Du musst sie bloß besiegen, dann stehe ich, glaube ich, wieder auf. Nee, ich muss dich eigentlich retten. Ja, aber du musst jetzt endlich mal zuschlagen. Ja, ich müsste eigentlich ins Menü kommen. Nee, mach die erstmal tot, bevor du auch noch stirbst. Nee, das Problem ist. Oh mein Gott! Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr bewegen, wenn du tot bist. Ach so, dann wechsle ich automatisch zu dir. Das ist ja blöd. Nee, das ist. Ja, toll, ja. Okay, das ist ja mal wichtig. Dann haben wir das getestet und du musst mich dann also wiederbeleben. Oder in einen anderen Raum reingehen. So. Bitteschön, 2 Bonbons. Also das heißt, wenn 2 tot sind, bist du am Start mit irgendwem. Das heißt, wenn einer tot ist, wenn ich kaputt gehe, dann klaue ich irgendjemanden die Controls. Ja. Ja, bricht ja. Das Chaos aus. Nein, das ist natürlich wichtig zu wissen, ne? Ja, das sollte. Gut, dass man das jetzt gleich am Anfang noch gecheckt. Ja. Weil beim Boss wäre das vielleicht. Definitiv Kaka. Fatal. Um es mal in der Kindersprache zu lassen. Oh, hast du Kaka gemacht? Oh. Riech mal. Lecker, lecker. Ja. Hast du fein gemacht. Müssen wir hier auch lang? Vielleicht hätten wir auch links, aber links war glaube ich eine Falle, ne? Oder Speicherpunkt, ich bin mal jetzt sicher. Das erfahren wir später. Wenn wir da nochmal lang gehen sollten. Nee, da kommen wir nochmal lang. Wollen wir da mal gucken? Komm, wir gucken mal. Naja, okay, dann sind wir die Gegner wieder da. Wenn man 2 Screens wechselt, sind die Gegner wieder da. Das können wir verkraften. Okay. Na, ja. Ich hab's gewusst. Perfekt. Oh yeah. Da hättest du auch gleich hingehen können, weißt du das? Oh ja, woher soll ich denn das wissen, ey? Willst du speichern? Ja, wir wollen speichern. Wir gucken, ob das passt mit der Beschriftung. Höhle der Wasserfälle. Das könnte passen. Klingt gut. Aber aufgepasst, das könnte passen. Könnte. Könnte. Wir haben jetzt nicht aufgepasst. Schade. Egal. Oh, Fledermäuse, Hilfe. Ich werde mich um den Zombie kümmern. Oh, nein. Du auch, ja? Ja, wir beide. Zombie ist immer dumm. Ha, Zombie kaputt. Zombie kaputt gehauen. Ich level ab. Ey, du hast mindestens 4 Level. Ich habe erstmal ein einziges gekriegt. Ja, naja, klar, aber ich muss ja auch aufholen. Das ja. Ich mach mal ein bisschen Vitali. Nee, Akili müsste es eigentlich. Na, wo ja, da hab ich aber schon 7 Punkte, weißt du? Ja, du bist ja auch Dieb, du musst ja Akili haben. Ja, natürlich, aber wann tue ich ihn hier mal klauen? Autschen, du wow. Geh weg. Oh Mann, warum hast du jetzt weggeschleudert? Ich hab gerade meinen Supermove gemacht. Ich hab auch einen Supermove gemacht. So, wir beide. Nein, wir sind beide. Ja, jetzt ist das Gift weg, weil wenn wir nämlich gewinnen, ja, das ist also, cool. Dann ist das Vergiftung weg. Handaxt. Oh, Handaxt. Kann die irgendwer einsetzen?
Ja, ich überlege gerade. Ah ne, Handachs ist, ja, das ist so ein Zauber. Da kannst du dann Handachs, Gegner, ja, schädigt entfernte Gegner. Ah, cool, können wir vielleicht für den Boss gut brauchen. Ja, das werden wir auch sofort beim Boss einsetzen. Wenn wir zum Boss kommen, ohne zu sterben. Ja. Aber wir müssen, das ist natürlich eine gute Leveling hier. So, Zombie kaputt gehauen, haha. Ja, ja. Ne, wenn Boss, dann, ja, dann setzen wir das auch da ein. Ja, das war jetzt ein bisschen Supermove-Verschwendung, aber okay. Ja, Sieg! Juhu, wir haben gewonnen. Wir haben den totalen Endsieg. Gefangen. Was? Was? Wut. Wut? Da muss eigentlich Wut stehen. Metallkrabbe erscheint. Oh mein Gott, ich hau dir aufs Auge, Junge. Und Stirn. Oh ja. Yeah. Oh, geil. Dash. Wie war das mit der Axt? Ja, machen wir gleich. Okay, kannst du gerne einsetzen. Nee, ich kann nicht, doch, ich kann ja. Mache ich. Bam. Bam. Einmal X-Man. Bam. 37 Hits. Du kannst dein Super auf die Augen verschwenden. Blubber. Du bist vergiftet. You are so vergiftet. Ist egal, ich habe noch genug Energie. Ja, immer ich, ey. Ja, das ist gut. Oh nein, jetzt hast du ja auch Augen zugemacht, Blitz. Mist. Ja, gerade in dem Moment, wo ich das Dings gemacht habe, ne? Jetzt auch. Oh nein! Oh mein Gott! Ach, hör, kannst du mich mal eben heilen gehen? Ja, ich muss, warte. Ja, ich dich, ja. Ja, mich, bitte. Mich heilt ja wieder keiner, ne? Nö, braucht man nicht. Du hast noch genug, hast du gesagt. Warte. Nee, ich brauch hier so, ja, genau das. Nee, ach, lass mal. Ich, das, wenn, dann. Na wohl, eigentlich müsst. Naja, mach das ja. Wir haben 3 Stück, komm. Weg damit. Ja, genau, wir haben nicht. Und die ist ja sowieso gleich tot. Ja, sowieso. Total. Ja, sieht man auch, deswegen ist sie noch voll agil und so. Jetzt habe ich das super gut gemacht. Ja, Krieg, warte mal. Ach, zum Glück geht's auf mich und nicht auf dich. Du hast einen Special Move außerdem, ne? Ja, den habe ich jetzt gerade erst bekommen. So, jetzt kriegst du aber trotzdem einen Bonbon. Bonbon. Bam! Ja, kriegst du das Bonbon in your face. Ich krieg Süßes und Saures. Bleib doch stehen, du blödes Viech, ey. Die Krabbe machen wir KO, okay? Mach okay. Sie fertig. Mach jetzt haben wir hier Special. Ja, 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 Special rein ins Gesicht. Oh. Ja, es geht auf dich. Juhu. Ja, immer ich. Aber ich habe vorher noch eine Special ihm gegeben. Ah, jetzt das wieder. Der ist tot, oder? Nee, der lebt noch. Tauchangriff, oh mein Gott. Oh, es sieht nicht gut aus. Steh unmittelbar in Nähe. Oh, oh. Du musst dich aufladen. Ich habe wie immer, ich bin fast unverwundbar. Ja, allerdings, weil du bist der Biestmann. Aber du kriegst jetzt trotzdem noch einen Bomben. Wir haben noch 4. Ja. Also jetzt noch 3. Ja, gut. Wie schön. Da haben wir genug gesammelt. Von dem guten Stoff. Gute Stoff. Blablabla. Mach die platt. Oh, jetzt kommt der mit. Ja, klar, ich, ey. Fall, wo ich zuhören wollte. Das macht er immer so. Verdampfer. Ja, das erste Auge ist schon kaputt. Und jetzt machst du das zweite mit Supermove noch. Siehst du es? Ja, Treffer. Du hast Special, ne? Hattest. Ich hatte es ja eingesetzt dann. Weil ich nämlich clever bin. Huah. Das Scheißding zu ist. Das blöde Auge. Juhu, er will uns blubbern. Daraus wird aber nichts. Hau ihn einen rein. Er hat mich schon abgeblubbert. Jawohl, hey. Special. Bam, 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 bam. Ist natürlich total tierfreundlich, der Krabbe die Augen auszustechen, ja. Jetzt wissen wir zumindest, was gebumst hat dort. Kinder, bitte macht das zu Hause nicht nach, wenn ihr eine Riesenkrabbe irgendwo haben solltet. Obwohl ein schöner Spiele-Sound jetzt gerade bestimmt läuft. Hörst du den? Ja. Ich höre den ja immer gar nicht. Ich hab bei mir alles. Du. Und Musik. Juhu. Was ist das? Oh mein Gott. Es ist hell. Laterna. Laterna ist weiblich, ne? Ja. No, sonst wäre es ja Laterno. Die haben aber irgendwann mal gesagt, er zu dem. Aber, na okay. Ehrlich? Echt? Ja. Aber Laterna klingt weiblich. Ja, eigentlich schon. Ja, vielleicht ist es ja ein Mann mit einer weiblichen Stimme. Ich lese dann einfach. Ja, du bist mal. Ich bin es. Ihr habt nach mir gesucht. Dieses Ding hat mich gefangen gehalten. Endlich bin ich frei. Die Fee hat mir alles über euch erzählt. Ihr habt noch viel Arbeit vor euch. Mir geht es wie der Fee. Ohne Mana kann ich nicht leben. Daher helfe ich euch, Mana zu retten. Kannst du uns sagen, wo der Mana-Stein des Lichts ist? Er ist gleich über uns, aber von hier aus können wir ihn nicht erreichen. Keine Sorge, er ist in Sicherheit, zumindest solange die Kraft des Mana besteht.
Lasst uns meine Freunde finden und anschließend zum Heiligen Land reisen. Wow, Laterna schließt sich an. Ja. Yeah. Hammer, nice. Das ist der erste... Jetzt sind die beide in meinem Kopf, oder was? Ich bleib stehen. Toll. Ja, nicht mein Problem. Was haben wir denn da? Anscheinend hat die Explosion diese Passage freigelegt. Jetzt kann ich. Ja, diese verrückte Passage. Oh mein Gott. Oh, diese böse Passage. Diese böse Visage. Ja. Wir haben okay. Wir haben jetzt hier diesen Boss platt gemacht. Oh. Und diese Gegner platt gemacht. Ja. Die machen wir jetzt gleich platt. So. Sind wir links, schon soweit? Rechts, links, rechts, kick. Sind wir schon soweit, ja? Oh, jetzt habe ich gerade aus Versehen Scary Movie 2 oder so zitiert, ne? Ja, ja. Hey, sind wir schon wieder soweit, oder? Ja, wir sind soweit, ja. Warte mal. Wir haben bei der Aufnahme Nummer 1 Stunde und 5 Minuten angefangen. Und jetzt sind wir bei Aufnahme 1 Stunde 30 Minuten. Also haben wir jetzt eigentlich 5... Egal, das tun wir gleich auswerten, wie viel wir haben. Ist egal. Wir machen jetzt hier gleich, ja. Ja, wir müssen uns erstmal... Es geht gleich voran. Ja, cool, wenn... Ich wollte gerade sagen, wäre cool, wenn du mal die Gegner angreifst. Machst du ganz Zeit. Ja, hier. Die Wand hast du angegriffen. Nein. Da. Sieg, juhu. Nimm. Nee, ich muss nehmen. Das ist doch egal, wer das macht, ja. Guck. Traumkraut, was Neues. Aber ich würde trotzdem gerne aus die Höhle noch verschwinden. Aus die Höhle verschwinden? Ja, das sieht sonst so abgebrochen aus. So wie bei mir sonst immer. Oh, ich bin gleich hinüber. Oh, oh. Richtig. Nein, nicht da lang. Nein, wir müssen noch nach rechts. Ja, und? Ich will mal HP aufladen. Ach so, auch gute Idee, ja. Wir sind doch jetzt immer im Kreis gelaufen. HP und MP aufgefrischt. Oh yeah. Möchtest du speichern? Oh yeah. Oh yes. Und Höhle der Wasserfälle. So. So, jetzt aber. Nein, ich... Spiel gespeichert, weiter hier. Ich will aus die Höhle. Oh, ich aus die Höhle raus wollen. Ich aus Höhle wollen. Schnell. Wo geht's raus? Da leuchtet Exit. Eskape. Eskape, ja genau. Eskape. Eskape? Nee, Eskape. Es gibt glaube ich, einen Namen, der heißt Eskape oder so ähnlich. Boah, jetzt hat er mir voll in den reingeballert, hast du das gesehen? Ja, es gibt... Ja, du greifst ja schon wieder, du kämpfst gegen die Wände. Schattenboxen ist zwar cool, aber... Ja, da muss man auch einen Überblick behalten hier. Ja, allerdings. Nachher wird's dann noch durcheinander. Ich hau mir erstmal einen Bonbon rein. Ich hab gerade das aufgeladen. So ein Schwächling, ey. Ja, wenn du hier... Naja, egal. Ja, ich wieder. Jetzt dann wieder... Wird er was erzählen hier, ne? Ich krieg doch alles ab. Ja. Hier, guck mal, so musst du das machen. Ach, sorry, wir brauchen das nicht. Wir müssen da hoch, ne? Ja, stimmt. Ja, da war der Boss. Ja, genau. Da müssen wir aber diesmal dann anders abbiegen. Mach mal. Wir tun es. Bam! Halt! Gut. Juhu, keine Truhe. Mist. So, jetzt aber Boss besiegt. Wir sind cool. Wow, der Boss ist schon platt. Wer war denn das? Ja, das Beben hat ein Ende. Und jetzt müssen wir nach unten. Ja, Zombie nach unten. Zombie nach unten! Ja, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen ja noch die Fledermause. Die Fledermause kaputt machen. So, Alter, ich schon wieder. Ja, du hast einen totalen Endsieg erreicht. Yeah. Agilität, oh ja. Du darfst dich Level uppen. So, Leute, ich glaube, jetzt sind wir. Blöd. Kommt jetzt irgendwas? Ach, jetzt muss er. Ja, gut, das lassen wir mal durchgehen. Als was wird passieren? Das genau, habe ich keine Ahnung. Was wird passieren? Was müssen wir jetzt tun? Aber wir werden das rausfinden in der nächsten Folge. Jo, wenn ihr wieder einschaltet. Und davon gehe ich einfach mal aus. Davon gehen wir einfach mal aus, genau. Gut. Ja, also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den, also die aktuelle deutsche Übersetzung, muss ich ja. Die aktuelle, ja. Der G-Trans. Genau. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao. Tschüss.